Und noch mehr Flor. So, Granitblöcke. Das hat gerade so gereicht. Okay. Jetzt müssen leider die Küchen mal für einen kurzen Augenblick abgebaut werden. Werden sie das auch? Ja. Wäre ich sehr dankbar drüber. Dann können wir nämlich da unter die Küchen auch den Flur setzen. Essen haben wir ja gerade genug. Ja, fast 2000. Und wir haben eine Karawane, die uns sich immer noch nicht verkrümeln will. Wahrscheinlich, weil Winter ist und draußen kalt. Naja, sollen sie unsere Gastfreundschaft genießen. Was sagen die Stocks über Ammunition? Wir haben ziemlich viele Hundeknochenbolzen. Ich glaube, wir nehmen den Leuten mal das Training hier weg, damit sie hier drüben trainieren. Dass sie auch mal wieder ein bisschen Schießtraining kriegen. So. Weil ich habe ihnen ja nicht umsonst bei der Munition die Knochenbolzen als Trainingsbolzen gegeben. Sollen sie mal wieder ein paar verballern, würde ihnen gut tun. Was machst du da hinten? Düpp. Store-owned Item. Ah ja. Was machen meine X-Bow 2 Jungs denn so? Go to Archery Practice. Oh ja, das klingt schon mal gut. Ach, ihr seid noch im Combat Drill und so weiter. Okay. Ja, jetzt will ich mal, habe ich sie eigentlich jetzt richtig eingestellt, die beiden? Von unten nach oben. Von unten nach oben, ja. Sehr gut. Ich hoffe mal, dazu ziehen jetzt alle Targets in dem Raum und nicht nur der eine, den ich als Schützenraum deklariert habe. Sonst wäre das ein bisschen doof. So, gut. Wie sieht's hier aus? Oh, ist in der Kiste irgendwas drin? Nö. Wäre auch zu schön gewesen. Oder hat unser Leader alles für sich beheimselt? Alle Artefakte. Es kann ja nicht sein, dass die hier rumliegen. So, jetzt will ich aber endlich mal Zwerge beim Schießtraining sehen eigentlich. Soldier No Activity. Watch Hammer Demonstration. Watch Armor, Lead Hammer Demonstration, Lead. Okay. Wir sind immer noch bei Demonstrationen. Und die Tür ist nicht verboten. Also müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Warum wollen die hier nicht schießen üben? Shoot from bottom to top. Oder muss ich es anders? Shoot from top to bottom muss ich so einstellen. Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Pick up Equipment. Tum. Fighting Demonstration, Phil Water Skin, ja. Eigentlich die ganz normalen Sachen. Aber ich glaube, hier muss heißt es wirklich vom Top to Bottom. Vom Bottom to Top. So. So, hier ist alles wieder verschneit. Wahrscheinlich machen sich deswegen unsere Karawanenzwerge nicht auf den Weg. Und da ist irgendeine Art Stachelschwein. Gell, du bist doch eine Art Stachelschwein, oder? Porkopie. View. Ja. Porcupine. Kann auf Bäume klettern. Okay, wahrscheinlich ein Stachelschwein oder sowas. Okay, hier ist abgerissen. Da sollten wir schnell gucken, dass wir den Floor hier hinbauen. So, so. Richtige Breite. Ist das schon zu breit? Nein, das müssen noch eins breiter. Und zwar aus Gabbro. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Floor hier. Nochmal aus Gabbro. So. Gut, damit wäre der Floor da auch fast fertig. Okay, hier oben ist er schon mal fertig. Und die Karawane macht sich jetzt auf den Heimweg. Gut. Designation, Reclaim, das hier bitte alles. Die werden abtransportiert. Da stehen noch ein paar Barrels. Wahrscheinlich, weil mein Getränkestockpipe immer noch voll ist bis oben hin. Ja, ist er auch. So, die machen einen Abflug. Gut. So, nächste Vorbereitung. Designation. Ja, bis hierhin minern. Okay. Ja, es ist gut, so viele meiner Zwerge zu haben. Es stürzen sich gleich drei auf die Aufgabe. Gut. Sehr schön. Wer hat zurzeit Dienst? Ah, die sind beim noch beim Miner. Habe ich meine Squads eigentlich überhaupt im Schedule? Ja, okay, die sind beide aktiv. So. Gut. Designation. Channel. Hier, bitte. Aber diesmal Vorsicht, dass euch die Felsen nicht erschlagen. So. Building, eine Brücke. Bridge war direkt hier irgendwo. Bei so vielen Sachen, ah ja, da ist ja Brücke ist G. Brücke ist G. So. Brücke ist G und die soll bitte genau
hier festgemacht werden. Ruhig aus Granitblöcken. So, und daneben bitte noch obwohl der sollte hier oben irgendwo installiert werden. Der Schalter. T-Lever. Am besten in der gegenüberliegenden Ecke. So. Warum stehst du die ganze Zeit an dem Schalter rum? Das würde ich gerne wissen. Du hast keinen Job. Du bist einfach nur da. Was sagen die Stocks? Nee, nicht die Stocks. Obwohl, wir können auch einfach hier gucken. Seeds. Plumphelmet ist noch ziemlich viel da. Pigtail. Pigtail könnte mehr sein. Deswegen sollten wir einen zweiten Farmers Workshop bauen. Building Workshop, Farmers Workshop. Dum-dum-dum-dum. So. Nicht aus Charcoal. auch nicht aus irgendwelchen tollen Barren. Ruhig aus einem Granitblock. So. Ah ja, und wir können hier unter Stone, unter Other Stone das Granit mal wieder erlauben. So. Gut. Was sagt das? Das sagt, es wird noch Charcoal hergestellt. Was sagt die Smeltery? Es werden noch Metallobjekte geschmolzen. Sehr gut. Nebenbei Metallobjekte schmelzen. Stocks. Ammunition, nicht unbedingt Weapons. Iron Battle Axe können geschmolzen werden. Iron Warhammer, Silver Warhammer. Copper Short Sword, nein, das wird behalten. Iron Mace, Copper Mace. Steel Crossbow, ja. Iron Scimitar, so. Die Sachen können geschmolzen werden. Die Picks nicht. Obwohl, die Iron Picks können wir einschmelzen, so. Gut, was haben wir noch? Munition, nein. Brustplatten. Ach, nö. Hier gucke ich jetzt nicht so direkt nach, was wir alles haben. Iron Buckler und Kupfer Buckler, die können eingeschmolzen werden. Backpacks, Quivers nicht. Anvils sind beim Einschmelzen. Jedenfalls die, die man einschmelzen kann. Du. Thrones. Slabs nicht. Tentheits. Cloth. Logs. Stones. Cut. Games, Large Games, Blocks nicht, Grates. Dockbone Grate, das ist unser Artefakt. Chains können wir gar nichts mit anfangen. Kupferkäfige und Zinnkäfige, die können wir einschmelzen. Boxes and Bags, Bins, Barrels bringen nichts. Mechanismen auch nichts. Trap Components. Bronze, Corkscrew. Die Sachen können wir einschmeißen. Web Components brauchen wir nämlich gerade nicht. Toys. Iron Toy Boots. Copper, Bronze Zeug. Das da. Wo sind wir gerade bei Tools? Copper Ladle. Das kann eingeschmolzen werden, was auch immer ein Copper Ladle ist. Kupfer. Amulette, Zepters, Kronen, Ringe, Ohrringe. Das ist alles Zeug, was wir selber so herstellen. Siege Armor, Corpses.
Body Parts.